Entscheidungen fallen und dann müssen wir das Projekt auch gemeinsam ökologisch gestalten. Die Gemeinderäte sollten mal darüber informiert werden, was überhaupt Sache ist. Die ganze Information fließen scheinbar sehr, sehr spärlich. Wie gesagt, es sollen Gutachten her. Das ist ein Landschaftsschutzgebiet, das auch nicht einfach so bebaut werden darf. Und Sie sollen sich mal ein Bild machen von der ganzen Gesetzeslage, sage ich mal. Sie sollen Alternativen prüfen, bestehende Radwege auszubauen, um eben unseren Gartenverein zu erhalten und nicht zu zerschneiden. Das hier soll alles weggeräumt werden. In 32 Jahren gewachsen, gepflanzt, gebaut. Wie lange sind Sie schon hier, Gärtner? Mein Name ist Werner Prager. Ich bin schon 32 Jahre im Kleingärtnerverein Freudenheim und habe schon etliche Ämter ausgeübt. Und jetzt kriege ich nach 32 Jahren meinen Garten abgenommen von der Stadt wegen einem Radweg, wo ich nicht kapieren kann, wo nicht durch die Freudenheimer auf sollte. Und das kapiere ich nicht. Und die vielen Sachen, wo noch dazukommen. Vor etlichen Jahren hätte ich meinen Garten für Tausende von Euro nicht hergegeben. Aber jetzt habe ich die Nase voll, weil das kann man nicht mehr ansehen, was da läuft. Ja, Sie sollen Ihren Garten räumen, steht in einem Schreiben des Rechtsanwaltes. Wie ist denn das gemeint? Das ist der größte Witz meines Erachtens. Und jetzt sollen wir alles rausmachen aus dem Garten, außer die Wege und alles räumen. Entschuldigen Sie, Sie sind ja schon ein bisschen älter. Schaffen Sie das gesundheitlich noch? Nein, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe vor 4 Jahren habe ich einen Schlaganfall gehabt. Den Garten habe ich immer noch gepflegt bis zuletzt. Ich war linksseitig gelähmt und habe jetzt noch schwere Schäden, bin 80% schwerbehindert. Meine Frau hat auch 90% Schwerbehinderung und das sollen wir jetzt noch alles ausräumen und bekommen großzügigerweise von der Stadt Container hingestellt, irgendwo in die Prärie, dass man unsere Sachen alles selbst entsorgen. Vielleicht mein Birnbaum, der ist jetzt ungefähr 60 Jahre, darf ich den auch noch rausmachen, die Zisterne auch noch, das geht nicht, das kann ich, wie soll ich das machen? Das ist ein Betrug von der Stadt Mannheim, dass man nach so vielen Jahren enteignet wird, mehr oder weniger, wie ich das sehe, dass ich jetzt auch alles selbst entsorgen muss. Was ich natürlich nicht im Garten sein darf, das ist mir klar, das weiß ich nach 15 Jahren Schätzung, weiß ich das, was erlaubt ist und was nicht, das werde ich selbstverständlich, eventuell finde ich irgendeinen Kumpel, wo mir hilft, aber alles andere sehe ich nicht ein, dass ich das selbst entsorgen muss. Sie waren bei der Versammlung, bei der ein Beschluss gefasst wurde, einem Vertrag zuzustimmen, dass Gärten verlagert werden. Wie haben Sie denn das damals erlebt? Ja, ich habe das so erlebt, dass es mehr oder weniger unsere Vorstandschaft uns da so empfohlen hat, das zu machen. Und da haben wir zugestimmt. Und hinterher habe ich mir auch überlegt, es war vielleicht wahrscheinlich verkehrt. Aber es ist uns so hingelegt worden, da ist da zugestimmt worden. Sie haben auch Tiere in Ihrem Garten? 30, 40 Eidechsen im Sommer in dem Kräutergarten. Das darf ich auch entsorgen. Der Lebensraum von der Eidechse darf ich auch kaputt machen. Ich muss hier alles entsorgen. Und Vogelhäuschen haben Sie? Vogelhäuschen, Stück 7, 8 Stück. Die mir jedes Jahr jetzt noch bewohnt sind, aber waren immer da. Die darf ich auch wegwerfen in den Container für die Stadt. Alles weg.
Da habe ich sowieso schon keine Vögel mehr. Ja, da kommen sie auf die Paar auch nicht mehr an. Wenn man das schön zubetoniert, so wie die Frau oder die Umweltministerin. Bürgermeisterin, meinen Sie? Unsere Umweltbürgermeisterin Kubala, wie sie es vorhat, was sie immer sagt. Ich bin ja jedes Jahr im Blumenwettbewerb dabei und da hat sie das ja auch wieder schön gesprochen. Die Vorgärten sollte man nicht oder die Häuser sollte man nicht zubetonieren mit Steinen wegen der Vielfalt von den Insekten und so weiter. Ja, und jetzt kriege ich meinen Radweg hier. Wird er auch betoniert oder gibt es einen Waldboden für den Radweg? Wahrscheinlich gibt es doch ein betonierter, zubetonierter Weg mit was weiß ich, was alles dazu kommt. Seit Jahren beobachten Sie den Radweg, der hier in der Nähe vorbeiführt. Für so einen Radschnellweg sollen 2000 Fahrten pro Tag stattfinden. Was meinen Sie, wie viele fahren denn hier heute? Wer die 2000 Fahrt da aufstellt, das ist ein Witz. Normal morgens sehe ich als, wenn ich früh da bin, zwischen 7 und 9 ein paar Radfahrer. Die meisten Radfahrer sehe ich, wenn ein Waldhofspiel ist, ein paar Zuschauer, das ist ja nicht alle Woche. Und dann einmal abends wieder um 4 bis 6 Uhr am Tag fährt niemand da vorne vorbei bei mir. Und darum baut man so einen großen Radweg. Mit Lichter und so weiter, was alles da kommt. Das ist unverständlich. Sie haben ein Schreiben bekommen von dem Anwalt Ihres Vereins. Was sagen Sie denn zu diesem Schreiben? Zu diesem Schreiben sage ich, das grenzt an Erpressung. Das Schreiben. Mir fällt mir da gar nicht dazu ein, dass es Gemeinheit ist. Sollen diesen Garten räumen, ja. Steht in dem Schreiben. Ja. Wie werden Sie das denn schaffen? Die haben zwar die 500 Euro angeboten, die wo eine neue Garten wollen, aber tun sie mal jemand beauftragen, ob der das macht für 500 Euro. Vielleicht auch noch da oben die Pappe abmachen oder die Bäume abschneiden, die sind ja auch beweglich, die Bäume. Na? Aber diese Fliesen hier, da kann ich gerade, ich kann da keine heben. Das ist ja viel zu schwer. Wenn der Garten geräumt wird, dann bedeutet es auch für die Tiere, die hier wohnen, dass sie ihre Heimat sozusagen verlieren. Was für Tiere haben Sie denn hier? Oh, besonders viele Eidechsen, die können sie beobachten. Wenn sie da aus der Löcher rauskommen, auf der Erde rumkrabbeln, die Häuserwänden aufkrabbeln, all das ist so schön anzugucken. Natur eben, verstehen Sie? Guten Tag. Guten Tag. Sie machen Gartenarbeit? Ja. In einem Garten, den Sie bald verlieren sollen? Ja, leider. Was haben Sie denn gedacht, als Sie dieses Schreiben bekommen haben? Ja, man wusste ja im Vorfeld schon Bescheid, dass was kommt. Aber trotzdem habe ich gedacht, dass ich vielleicht irgendwie eine andere Idee habe und das Ganze umschmeiße. Und jetzt muss man was aufgeben, wo man selber aufgebaut hat. Wie viele Jahre sind Sie hier schon Gärtner? 25 Jahre jetzt. 25 Jahre. Und alles in Eigenarbeit gemauert, gemacht, getan. Und jetzt bin ich schwerbehindert durch beide Füße Operation. Und muss dann, wenn ich rausgehe, alles Lose wegräumen. Werde ich nicht können. Dann werde ich mal sehen, was die dann treiben. Leider ist unser Sohn tödlich verunglückt, der bei uns als Golf hat bei so Aktionen, größere. Und ich kann es wirklich nicht machen. Und ein neuer Garten? Nein, nehme ich nicht mehr. Nehmen Sie nicht mehr? Nein. Was meinen Sie denn zu der Arbeit Ihres Vorstands und Ihres Rechtsanwalts? Ja, da blicke ich gar nicht durch. Ich bin jetzt den 30.11. abwarten, da soll es eine Sitzung in der Sellweide. Und da will ich dann nochmal alles nachfragen und höre, was überhaupt Sache ist. Von wem das Schreiben kommt, mit dem selber wegräumen und machen und tue, die tue ich sowieso planschieben. Ja, was soll ich da noch wegräumen? Engagieren Sie sich so sehr für die betroffenen Kleingärtner? Weil mir einfach die Personen leid tun, mit denen ich aufgewachsen bin. Und keine Unterstützung großartig kommt vom Vorstand. Es kam jetzt auch kürzlich ein Schreiben vom Anwalt, wo der Gärtner gebeten wurde,
die Gärten zu räumen. Also auf eine Art, wo dann auch Container zur Verfügung gestellt werden. Entweder machen sie es oder sie machen es nicht. Und ja, das macht mich irgendwie wütend. Und als Mannheimer Bürger muss man halt auch für den letzten Erhalt, für das letzte Grün kämpfen weiterhin. 20 Kleingärten sollen weichen, damit ein Radweg gebaut wird. Was sagen Sie dazu? Also das mit den 28 Gärten, das ist halt für mich wieder so eine Mode, also eine Lüge. Weil es wieder bloß die Rede ist von dem Schnellradweg, der durch die Freudenheimer Au gehen soll. Aber in Wirklichkeit kommen ja weitere Gärten weg. Der Grünzug Nordost ist wieder kein Thema. Und Mannheim hat einfach genug Radwege, ohne dass man irgendwie das Landschaftsgebiet zerstören muss. Und was ich einfach nicht verstehe, also wir haben hier so viele Tiere, die geschützt sind, wie die Mauereidechsen, die auf der roten Liste ist, und bis heute wurden nur keine Gutachten gemacht. Architekt Herr Lenzen, der den Grünzug entwickelt, möchte hier den sogenannten Aublick bauen. Das würde bedeuten, dass 70 Kleingärten verschwinden sollen. Wie sehen Sie das? Also es ist ja jetzt die Rede von 28 Gärten. Aber das betrifft bloß wieder den Schnellradweg durch die Freudenheimer Au. Die weiteren Gärten, die davon abfallen, mit dem Grünzug Nordost, wird wieder bewusst ausgelassen, obwohl dass man weiß, dass die Gärten dann auch noch verschwinden. Der Gartenvorstand ist sich jetzt bloß mit dem Herrn Schnellbach drüber einig geworden, ohne Absprache vom Gemeinderat. In der jetzigen Situation? Dass der Radweg nicht durch die Kleingärten Freudenheim geht, dass er woanders gemacht wird, das ist alles, obwohl ich meinen Garten aufgebe, weil ich gesundheitlich nicht mehr kann, aber die anderen Kleingärtner wollen ihren Garten noch haben und darum bin ich dafür, dass man eine andere Regelung jetzt findet. Wünschen. Was soll geschehen, damit es besser wird, Ihre Situation? Ja, konkrete Sache, weil man hängt in der Luft und weiß nicht, was los ist. Einmal Hü und einmal Hot. Es ist immer noch kein Termin da oder annähernd ein Termin, wo es heißt, zu dem Zeitpunkt könnt ihr hier anfangen und könnt dann gleich da hoch. Das würde ich mir wünschen. Und was wäre das Allerbeste für Sie? Ja, ich will ja schon hier bleiben. Ich würde mich sehr glücklich schätzen, wenn der Gemeinderat und der Stadtrat sich eigentlich mal zu dem Thema äußern würde. Es wurden so viele Sachen jetzt schon umgeändert bei der Bundesgartenschau. Wieso kann man nicht von diesem Schnellradweg einfach ausweichen und sich einig werden, dass die alten Radwege, die schon vorhanden sind, dass die aufgebessert werden, ja, ohne Grün zu vernichten.